Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Wir begrüßen Sie ganz herzlich heute zu unserem gemeinsamen Webinar von Fast LTA und Pure Storage. Alles klar. Vielen Dank, Nathalie. Ich darf mich auch kurz vorstellen. Ich bin Hannes Heckel von der Fast LTA GmbH. Wir machen heute dieses Webinar zusammen mit Pure Storage, weil wir glauben, dass dort eine gute Synergie ist, nur zur Einordnung, dass Sie verstehen, wie wir sozusagen die Rollen ein bisschen aufgeteilt haben. Die Fast LTA ist als Spezialist für sichere Sekundärspeichersysteme bekannt und wir sind seit mehreren Jahrzehnten im Markt. Das heißt, unser Fokus ist auf die Sicherheit, auf die maximale Absicherung von Ihren Daten. Mir zur Seite ist der Markus Klose von Pure. Markus, dann kannst du dich auch kurz vorstellen. Ja, auch von mir ein wunderschönes Moin Moin in die Runde. Am Zungenschlag kann man erkennen, ich komme aus dem hohen Norden und ich finde es extrem begeisternd und möchte meinen Dank dann auch nochmal an die Fast LTA richten, dass wir innerhalb relativ kurzer Zeit eine jetzt schon recht tragfähige Partnerschaft hier aufgebaut haben, von denen Sie, ihr als Kunden, glaube ich, sehr stark profitieren könnt. Und warum das so ist, das möchten wir in diesem Webinar darstellen. Ich habe heute, Hannes, habe ich mir die Frage gestellt, wann habe ich eigentlich das letzte Webinar gemacht? Dadurch, dass die letzten 2 Monate wieder im Geiste der Vor-Ort-Termine waren, ist das wirklich schon eine ganze Weile her. Und habe heute Morgen meiner Frau auch schon gesagt, so, ich bin sogar ein kleines bisschen aufgeregt, so ein kleines bisschen Lampenfieber. Mhm. Aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Und ich hoffe, dass Sie, ihr, ich weiß nicht, wollen wir machen mal beim Du und im Nachgang im Einzel eine Einzelansprache machen wir Sie. Also ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen was mitnehmt, wie ihr vielleicht die Herausforderungen im Bereich Datensicherung entsprechend tackeln könnt. Pure Storage, ich hoffe, das ist soweit bekannt. Ansonsten Flash Storage Pionier aus dem Silicon Valley, gegründet 2009. Die Technologie, die wir heute an die Seite der Fast LTA stellen, ist unser zweites Produkt, das FlashBlade, unser Scaleout File- und Object-System. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein, Hannes, oder was meinst du? Ja, genau so machen wir es. Alles klar. Sehr gut. So, ich glaube, dass das, was hier, jeder kennt das vielleicht noch so aus dem Studium, man kann in so einem Dreieck kann man nur eine Seite verändern, beziehungsweise eine Seite bleibt starr und die anderen beiden sind veränderbar. Also es ist auf jeden Fall so, jede Veränderung hat Auswirkungen. Und wenn ich eine Sache festschreibe, hier zum Beispiel das Postulat, es gibt ein festes Budget, dann ist es eine gewisse Herausforderung, sowohl die maximale Kapazität als auch die maximale Performance da rauszuholen. Und das ist natürlich so ein Dilemma, was leider durch aktuelle Entwicklungen auch noch verschärft wird, Hannes. Das ist, glaube ich, bei euch auch sehr, sehr präsent. Ne? Ja, sicherlich muss man, wenn man ein festes Budget hat, was ja meistens nicht ganz so starr vielleicht ist, immer irgendwo Kompromisse eingehen. Was natürlich klar ist, ist, dass durch die steigenden Bedrohungen im Sicherheitsbereich eigentlich das Kompromissverhalten inzwischen sehr, sehr eingeschränkt ist. Also man muss tatsächlich da auch investieren, um sich aktiv vor den Folgen eines Ransomware-Angriffs zu schützen. Vor einem Ransomware-Angriff sich schützen ist natürlich eine ganz andere Sache. Da sagen die Experten, das kann man versuchen und eine Zeit lang auch vor allem durch Mitarbeitersensibilisierung und natürlich die Hausaufgaben, was Firewalls und Ähnliches betrifft, schaffen. Aber wenn man in das Visier einer solchen Attacke gerät, dann ist man irgendwann fällig. Das heißt, man muss sich vor den Folgen schützen. Und wir versuchen jetzt mal in diesem Spannungsfeld Budget, Performance, Kapazität und Sicherheit so ein paar Faktoren auszuleuchten, die sozusagen diese Kompromisse beeinflussen. Und natürlich, sonst wären wir nicht hier, versuchen wir im Anschluss einen Lösungsansatz darzustellen, wie man da das Optimale rausholen kann.
Und der erste Treiber natürlich, das ist das Kapazitätsthema. Das ist ganz klar, dass seit Jahren irgendwie die Datenmengen, die gespeichert werden müssen, stark anwachsen. Und das hat nicht nur den Grund, dass einfach mehr Daten anfallen, sondern natürlich auch, dass sie im Zuge von Big Data, künstlicher Intelligenz und ähnlichen Sachen auch später für Analysen aufgehoben werden müssen. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Und diese Statistik, und da gibt es mannigfaltig Statistiken im Internet, und es gibt auch Aussagen, dass 80% der weltweit generierten Daten in den letzten 2 Jahren generiert wurden. Eins hast du angesprochen, Hannes, das ist die noch zusätzliche Nutzbarmachung von Daten. Aber ich glaube, alleine der Umstand, dass Geschäftsprozesse immer stärker digitalisiert werden, dass eigentlich IT in jedem Geschäftsprozess drinsteckt, verschärfen diese Situation noch, weil im Grunde gibt es zwei Spannungsfelder. Das ist auch so ein bisschen repräsentativ in diesem Dreieck ja eben dargestellt worden. Zum einen ist es so, dass immer mehr Daten überhaupt gespeichert werden müssen. Das heißt also, das stellt Anforderungen an möglichst kostengünstige Speichermedien. Auf der anderen Seite, aus der immer stärkeren Digitalisierung, wird die Kritikalität der Daten erhöht. Das heißt also, es wächst auf der anderen Seite die Anforderung, möglichst schnell wiederherstellen zu können. Und das ist so ein bisschen dieses eierlegende Wollmilchsau-Prinzip, dass eigentlich ein System nicht gleichzeitig sehr, sehr schnell und sehr, sehr günstig sein kann. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns in dieser Partnerschaft so zusammengeschlossen haben. Also was man sagen kann, wirklich in allen Bereichen steigen die Datenmengen exponentiell an. Und ihr als Kunden oder auch als Partner seid mit dieser Herausforderung tagtäglich konfrontiert. Und wenn wir uns mal angucken, wie es genau. Ja. Genau, also wenn wir uns mal angucken, wie das halt, ich bin dann immer so ein bisschen so in so einem Zeitreisemodus. Ich weiß nicht, wie viele Leute, so wie ich, auch knapp 20 Jahre in der IT schon tätig sind. Das ist immer so ein Bild, wie es im Grunde zu Zeiten, sage ich mal so um die Jahrtausendwende, vielleicht auch noch so 2010 irgendwie absolut Usus war. Da war die Anzahl der Applikationen überschaubar. Ich mag diese Simplifizierung dieses Bildes übrigens extrem gerne. Es gab einige wenige IT-Anwendungen und da war es auch völlig okay, wenn sozusagen wurde, ja, die wurden dann entsprechend weggesichert. Wenn jetzt irgendwie irgendwo was in der IT geknallt hat, hat man in der Werkshalle im Zweifel noch mit Stift und Zettel gearbeitet, aber da gab es auch noch nicht so einen hohen Automatisierungsgrad, ne? Und im Zweifel wurde dann eben Langzeitaufbewahrung auf dem Tape geschrieben und das dann in den Safe ausgelagert. So sah ja die Welt irgendwie zu der Zeit aus. Aber die Welt hat sich ein bisschen verändert und heute sehen wir hier an der Stelle ganz andere Anforderungen. Erstmal die Anzahl der Applikationen hat sich natürlich massiv erhöht und das ist auch wieder eine starke Simplifizierung. Wenn wir nur mal an die Apps auf unseren Smartphones denken, dann wissen wir schon, was eigentlich das im Verhältnis ist zu früher dem Nokia 3210, wo man mit T9 eine SMS getippt hat oder sowas. Einfach nur mal so ein bisschen Zeitreisemodus. Das heißt, heute haben wir ganz andere Anforderungen. Und erfordert meines Erachtens dann auch ein Umdenken, nämlich in zwei Kategorien weiterhin zu denken, nämlich einmal in Performance für schnelle Wiederherstellung und zum anderen für hochkapazitive Ansätze an der Stelle. Ne? Und diesen Spagat, den müssen wir irgendwo dorthin bekommen. Können wir aber. Genau. Aber die Performance ist eben nur die eine Sache, die eine Seite der Medaille. Man hat eben noch die zweite Sache, dass man eben, also ja, vielleicht können manche Firmen sich das leisten, tatsächlich auch alles auf Scale-Out-Flash zu sichern. Wir vertreten natürlich den Standpunkt, dass ab einem bestimmten Zugriffsbereich ein Scale-Up-System durchaus sinnvoll sein kann und sinnvoll ist. Das ist so eine Funktion der Entfernung von der Verarbeitung. Ja, je näher die Daten dort sind, wo sie erzeugt werden und vor allem, wo sie dann auch schnell wieder gebraucht werden, desto schneller, desto mehr Performance braucht das System. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese extrem schnellen Backup-Mechanismen
ziemlich hohe Rechenpower und natürlich auch sehr hohe Zugriffsperformance erfordern, um dann wieder die Daten sozusagen komplett wiederherstellen zu können aus diesen ganzen Incrementals und Fragmenten und komprimierten Daten. Während wenn das eben weiter weggeht von dem und man unter Umständen etwas mehr Zeit hat auch zur Wiederherstellung, da kommen wir dann auch gleich dazu, dann sind vielleicht eher die Aspekte Sicherheit und auch sowas wie Ausfallsicherheit oder tatsächlich auch ein langfristiger Schutz und natürlich auch irgendwo günstiger Schutz, das heißt irgendwo auch die Möglichkeit, Sachen vielleicht auszulagern und dass die eben keine Energie mehr verbrauchen und ähnliche Sachen wichtiger. Tape ist jetzt nun so eine Sache, die halt irgendwie aus diesem Kassettenzeitalter übrig geblieben ist, was für große Archive, wo es wirklich auf den Cent pro für Terabyte vielleicht noch ankommt, durchaus irgendwie seine Berechtigung hat. Aber aufgrund auch der Experience, und das ist das, was ich vorhin noch anmerken wollte, weil du sagst, Performance, ja, jeder ist ja inzwischen mit den ganzen Anwendungen, alles ist sofort verfügbar. Das gilt natürlich auch für Archivdaten, weil wenn du jetzt in deiner Dropbox irgendwie nach Fotos von vor 10 Jahren suchst, dann willst du nicht darauf warten, bis dann irgendwo ein Server mal ein Band einlegt und dir die Daten zur Verfügung stellt. Und klar, das ist jetzt eine Consumer-Anwendung, aber dieses Nutzungsprofil, da findet ja auch eine Umgewöhnung statt. Das heißt, natürlich sind auch die Mitarbeiter in Unternehmen gewohnt, dass sie die Daten ständig verfügbar haben, auch wenn sie vielleicht viel, viel länger schon hergespeichert wurden. Absolut. Also das ist auch gerade im Konto der Analytics-Fähigkeit natürlich wichtig, dass ein möglichst großer Pool an Daten zur Verfügung steht. Und gerade für das Training von AI natürlich nachher auch wichtig. Das war jetzt nicht unser Schwerpunkt heute, aber ganz, ganz klar. Ja. Ja. Jetzt kommen wir mal zu dem ersten Aspekt, dem Recovery. Und das ist ja eure Dominanz, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ja, das war ganz lustig. Ich habe tatsächlich 2019 bei der Pure Storage angefangen, auch schon in meiner jetzigen Rolle als Sales Specialist für diese FlashBlade-Technologie. Und meine Begeisterung ging eben in Richtung Analytics und AI und Scale-out File und Object. Und mir wurde suggeriert, wir benutzen das Ding also zu 50% der Kapazitäten im Bereich Backup. Und ich habe gesagt, Backup auf All Flash, ihr seid doch vollkommen wahnsinnig geworden. Also teurer kann man ja einen Backup eigentlich nicht aufbauen. Und auch heute noch bekommen wir relativ häufig diese Rückmeldung. Und die Aussage ist ja grundsätzlich nicht falsch. Allerdings, wenn wir uns mit dem Thema Backup beschäftigen und auch nochmal, ich komme nochmal zurück auf dieses, was ich eingangs gesagt hatte, die Notwendigkeit, Daten schnell wieder herstellen zu können, weil viele Prozesse im Unternehmen mittlerweile digitalisiert wurden, dann kriegt das natürlich einen ganz anderen Spin. Es ist nämlich ganz einfach so, dass wir nicht mehr Backup, nur das Backup und Aufbewahren willens durchführen, sondern um schnell wiederherstellen zu können. Und um schnell wiederherstellen zu können, brauchen wir im Grunde zwei Attribute. Zum einen brauchen wir ein System, was zum einen schnell ist, daher All Flash, und zum anderen eben auch eine gewisse Bandbreite hat, daher parallelisiertes System. Und beide Attribute erfüllen wir eben mit unserem FlashBlade und stiften dort, glaube ich, einen hohen Nutzen. Ich vergleiche das immer im Punkto, Alltagsvergleich mit einer Versicherung, die nicht nur jeden Tag oder jeden Monat Prämie kostet, sondern im Schadensfall dann entsprechend auch zuverlässig und schnell reguliert. Das ist eben genau das, was wir mit diesem Recovery erreichen wollen. Aber warum muss es denn so unbedingt wahnsinnig schnell gehen? Ja? Das ist eigentlich ja der Grund, warum, oder überhaupt der Grund, warum es vom Backup zur Data Protection und hauptsächlich zum Restore eigentlich gegangen ist, ist natürlich das Thema Ransomware. Das Thema Ransomware ist jetzt überall präsent und man muss natürlich schon sagen, das ist nicht mehr so wie bei Wargames früher, irgendwie ein Spaß von ein paar Hackern oder so, sondern das ist eine riesige Industrie. Das Thema Cybercrime allein ist die drittgrößte Ökonomie der Welt hinter USA und China. Da werden wirklich Milliarden und umgesetzt, die
Und das ist auch noch hochprofitabel. Also das ist natürlich der eine Faktor, der dieses ganze Thema eigentlich seit 2016 tatsächlich komplett verändert hat. Und das sind jetzt immerhin schon 6 Jahre, die uns Ransomware und das, so wenn man die Statistiken sieht, die Kosten und alles, das steigt einfach wahnsinnig an. Ja. Und genau, was ist jetzt der Hauptgrund dafür, dass man unbedingt ganz schnell irgendwie recovern muss? Ja, also ich glaube, also diese großen Zahlen auf der Folie zuvor, die sind, glaube ich, wirklich eindrucksvoll, um so ein bisschen auch dieses Gesamtschreckgespenst darzustellen. Und einer unserer Kunden hat uns berichtet, dass nach dem Angriff der Russen auf die Ukraine die Anzahl der Angriffsversuche auf seinen Perimeter sich, glaube ich, vervierfacht hat. Das als solches ist sehr interessant, aber die Anzahl der Angriffsversuche war so bemerkenswert. Es sind nämlich 6 Millionen pro Tag. Das heißt also, das ist wirklich unglaublich. Es handelt sich hier sicherlich um einen eher größeren öffentlichen Kunden, aber trotz dessen, diese Dimension ist ja, um die Awareness für das große Ganze zu schaffen. Auf der nächsten Folie haben wir ja Werte, die für euer individuelles Unternehmen relevant sind. Und ich möchte eine Sache rauspicken oder eigentlich zwei. Einmal ist es so, diese Gesamtschadenssumme ist also irgendwie irgendwas so bei 1,2, 1,3 Millionen Euro, was sozusagen das an Kosten verursacht. Und die sind nicht zwingend gedeckelt durch die Versicherungen dahinter. Das ist das Problem. Das heißt, es spielt eine sehr große Rolle, ob ein Unternehmen in der Lage ist, schnell wiederherstellen zu können, weil ab dem Moment, wo diese Downtime da ist, tickt die Uhr unaufhörlich. Und ich habe mich mit Kunden unterhalten, die haben ein 100% digitales Geschäftsmodell. Also beispielsweise so eine Wirtschaftsprüfungskanzlei in München, mit der ich mal zu tun hatte, der auf die Frage hin, wie wichtig ist das Digitalbusiness, der sagte, die Frage ist falsch gestellt. Wie schnell komme ich wieder online? Weil ich habe ein 100% Digitalbusiness. Wenn das zu lange dauert, ist mein Unternehmen weg vom Fenster. Dann habe ich 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann keinen Job mehr haben, weil das Unternehmen dann einfach nicht mehr existiert. Das heißt also, das bringt nochmal eine andere Dimension rein, auch was das Thema unternehmerische Verantwortung ankommt. Das Zweite, und das ist, glaube ich, noch viel wichtiger, die durchschnittliche Zeit, um von einer Attacke überhaupt wieder zum Leben zu kommen, ist ein Monat. Durchschnitt. Das heißt, da fallen auch Kunden rein, die es schnell gemerkt haben und innerhalb eines Tages wieder da waren. Da fallen aber auch Kunden rein, und auch da haben wir einige Referenzen, die weit über ein halbes Jahr gebraucht haben, um wieder zu einer vernünftigen Operations zurückzukehren. Und das ist natürlich was eben wieder dieses Risiko von eben dann entsprechend auch manifestiert. Das heißt, es ist essentiell wichtig, auf den verschiedensten Layern eben für Sicherheit zu sorgen. Und wir beide sind, glaube ich, diejenigen, die diese berühmte Last Line of Defense aufstellen. Ich sage immer, wenn der Angreifer es schafft, die Abwehr zu überwinden, dann muss ich hinten im Kasten den besten Torwart drinstehen haben. Kann man jetzt drüber diskutieren, wer das ist. Ich nenne keine Namen. Jeder hat da seine Präferenzen. Aber wenn ich denn weiß, ich habe hinten einen drinstehen, der gut ist, dann ist das, denke ich mal, die Garantie, dass auch da für Sicherheit gesorgt werden kann. Ja. Also, ja. Also diese Studie von Sophos, wo diese Zahlen irgendwie raus sind, da gibt es noch haufenweise andere Zahlen, die hochinteressant sind, dass zum Beispiel ein Drittel der CTOs dann ihre Jobs verloren haben nach einem erfolgreichen Ransomware-Angriff und Firmen tatsächlich irgendwie aus dem Business. Es ist natürlich kumuliert über die Jahre hinweg, und am Anfang, wir erinnern uns an die Fälle von Maersk und ähnlichen Sachen, die natürlich, da wusste man noch nicht so ganz genau. Inzwischen, das sind auch die Studien, die belegen, dass inzwischen natürlich die Firmen dazugelernt haben und besser wissen, wie sie sich vor Folgen schützen können. Aber das, was du jetzt angesprochen hast, ist ja Recovery Time Objective. Wie schnell kann ich irgendwie wieder im Business sein? Ja? Es gibt natürlich daneben auch noch den Fall, dass man sagt, naja, die Daten, die jetzt zum Beispiel nicht mehr dann auf eurem Flash Storage liegen, weil sie eben schon verdrängt wurden oder so, die sind ja trotzdem wertvoll. Und wie kann ich die denn schützen? Und vor allem, wie weit kann ich mir leisten, in die Vergangenheit zurückzugehen? Das ist dieses
Recovery Point Objective, um tatsächlich meine kompletten Daten wiederherstellen zu können. Nicht nur die, die du eben durch den relativ kurzen Primary Target Storage da abgedeckt sind. Und in dem Bereich gibt es natürlich den zweiten Aspekt, dass ich diese Daten selber auch noch deutlich besser absichern muss, sei es gegen die Gefahren, die schon immer da waren, also menschliche Fehler, Fehlkonfigurationen, falsche Replikationen, solche Sachen gehören nicht der Vergangenheit an, wie man an den Beispielen zum Beispiel, was weiß ich, als Facebook down war oder Google oder ähnliche Sachen. Aber auch Katastrophen natürlich, also dieser Brand in dem Rechenzentrum da in den Niederlanden oder Belgien oder weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo das war, zeigt natürlich auch, dass solche Sachen weiterhin vorkommen. Und man muss leider sagen, dass zum Beispiel natürlich Flutkatastrophen und Feuer jetzt nicht gerade abnehmend sind, sondern vielleicht eher zunehmend und nicht alle Unternehmen auf solche Katastrophen vielleicht entsprechend vorbereitet sind. Also auch da muss ich natürlich dafür sorgen, dass ich nicht nur diesen Recovery Point möglichst nahe an das Desaster hinschieben kann, was natürlich mehr Aufwand bedeutet, also ständige Full Backups, kann ich nicht jede Stunde machen oder so, sondern dass ich natürlich auch überhaupt dafür sorgen muss, dass diese Daten wiederherstellbar sind. Und ich habe noch einen Aspekt, Hannes. Nicht immer ist es ja gleich das Desaster, die Umweltkatastrophe oder der Ransomware-Einsatz, der dazu führt, dass Daten verloren gehen, sondern teilweise ist es ja auch so, und das ist einfach so, wo Menschen arbeiten, geschehen auch manchmal Fehler oder auch wo Systeme vielleicht mal irgendwelche auf Systemfehler beruhenden Aussetzer erzeugen. Auch da können ja dann Daten korrupt werden und kritische Datenbanken auf einmal erfordern, aus dem Backup wiederhergestellt zu werden. Und auch das ist eine Entwicklung, wo insbesondere diese kritischen Datenbanken dann natürlich in puncto RPO, RTO dann eben auch, ja, sie müssen möglichst schnell mit möglichst geringen Delta wiederhergestellt werden, damit die Operations dieser Firma oder dieser Behörde oder wem auch immer dann entsprechend reibungslos wieder angefahren werden kann oder mit möglichst geringem Verlust. Das sind ja diese beiden Attribute dort. Ja, nee, absolut. Also das ist ganz klar. Und zu dem Thema, das ist jetzt auch noch eine sehr aktuelle Studie von Veeam, warum Backup selber nicht genügt als Schutz vor einem Ransomware-Angriff. 94% der Angriffe von Ransomware, also gezielte Angriffe, gehen inzwischen zuerst auf die Backups, zuerst auf die Datensicherung. Weil die Angreifer sind ja auch nicht blöd, die lernen natürlich auch dazu. Wenn jemand irgendwie funktionierende Backups hat, dann nutzt der Angriff relativ wenig, weil er kann halt, wenn er das RTO und RPO ordentlich analysiert und für sein Unternehmen richtig eingestellt und konfiguriert hat, dann kann er sehr schnell und auch sehr komplett wieder up and running sein. Das Erschreckende daran ist, dass 72, also 3/4 der Angriffe dann auch noch erfolgreich waren. Das heißt, Backups sind eben nicht so gut geschützt, dass sie dann nicht auch Opfer von Ransomware werden könnten oder von halt gezielten Angriffen. Ransomware ist ja nur der Überbegriff. In dem Fall würde man eher tatsächlich von einem Cybercrime sprechen, weil das erfordert eine sehr ausführliche Analyse der IT, die zum Teil über Wochen und Monate im System, wo die Angreifer zum Teil sehr lange im System unterwegs sind, um eben die IT zu analysieren und dann erst gezielt die Backups unschädlich machen und natürlich idealerweise so, dass der IT-Admin das nicht merkt zunächst, also nicht einfach nur löschen oder so. Und erst wenn sozusagen der D-Day gekommen ist und man tatsächlich irgendwie dann sagt, so, als Angreifer, so jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da maximalen Schaden anrichten kann, dann werden alle anderen Daten verschlüsselt und dann schlägt diese Ransomware irgendwie zu. Und ich glaube, eure Antwort ist da ganz ähnlich unserer Antwort, ne, auf diese Herausforderung. Ja, natürlich. Also man muss halt die Datensicherung selbst auch so auch durchführen, dass eine Datensicherung erzeugt wieder Daten. Und diese Daten sind wiederum zu schützen. Das ist einfach extrem
wichtig. Und ja, da wird viel über Airgap und ähnliche Sachen gesprochen. Aber es gibt gerade bei sehr großen Datenmengen will man vielleicht nicht unbedingt ständig irgendwie händisch irgendwelche Medien rausziehen. Das heißt, es muss auch alternative Methoden geben. Genau. Und natürlich zu der Frage der Kosten, ja, also Ransomware-Schutz kostet unglaublich viel, ja. Aber ja, also ich fand dieses Comic ganz cool, weil einfach das nochmal verdeutlicht, ich habe auch mal so einen Ritter visualisiert, aber dieses einfach, es gibt leider so viele Angriffsvektoren, dass wir hätten unsere Technologie noch wie so eine Art Schlauchboot oder wie so eine Art Rettungsinsel dazu designen sollen. Also, das ist die Schattenseite der Technologie, die sonst ja sehr viel, sehr, sehr Positives stiftet. Aber ja, und ich glaube, dass die Schadenssumme ist schwer, wirklich auch bis ins Letzte zu beziffern, weil in diesen ganzen Betrachtungen sind ja so Dinge wie Imageverlust und vielleicht Auftragsverlust oder sowas gar nicht mit berücksichtigt. Aber ja, Fakt ist, dass die Kosten, die man sich zum Schutz vor den Folgen irgendwie einspart, die wird man im Ernstfall irgendwie doppelt und dreifach irgendwie ausgeben müssen. Das ist mir zu wichtig. Das ist natürlich eine Risikoabwägung, ja, das ist ganz klar. Das kann man natürlich für sich irgendwie selbst entscheiden, jetzt ob die persönlichen Fotos jetzt mit 3.2.1.0.0 Backup oder 1.0 Backup irgendwie geschützt werden und außer Haus und was weiß ich, weiß ich jetzt nicht. Weil wenn sie weg sind, ja, es ist schade, aber dann sind sie halt weg. Aber wenn es um unternehmenskritische Daten geht, dann ist das unter Umständen ein bisschen anders. Ich fand auch dieses Bild eine schöne Überleitung auf den nächsten Bullet Point, weil es das genaue Gegenteil ist. Das ist nämlich genau alles nicht einfach. Und das ist alles für die Kunden, auch gerade die jetzt im Webinar sind, mit Sicherheit eine große Herausforderung, diesen ganzen Komplexitäten Herr zu bleiben oder zu werden. Ja. Absolut. Also es geht dann natürlich um Vereinfachung. Ja. Simplicity klingt immer so wie ein Aus oder so. Da sind wir bei der IT inzwischen, glaube ich, relativ weit entfernt. Aber ihr habt so einen schönen Begriff irgendwie geprägt auf eurer letzten Roadshow da, die heißt, beziehungsweise die läuft ja noch, ne? Das Techfest. Ja, korrekt. Also es ist morgen tatsächlich, kleiner Werbeblock, wer morgen in der Nähe von Frankfurt ist und Lust hat an unserer Hausmesse, die im Zuge unseres weltweiten Launches, der am 8.6. begonnen hat, teilzunehmen, ist herzlich eingeladen. Den Link können wir gerne im Nachgang nochmal posten. Damit ist der Werbeblock beendet, aber tatsächlich, der Slogan ist, und du hast recht, das ist, trifft es besser als Simplicity, weil Simplicity ist so ein unbestimmtes Wort irgendwie, das schreibt sich jeder drauf, aber der Slogan ist da an der Stelle uncomplicate, also Komplexität und Komplikationen rausnehmen, ohne sie komplett abzuschaffen, weil Komplexität können wir in der IT, glaube ich, gar nicht abschaffen. Da habe ich aber auch gleich noch ein schönes Bild hier gleich nochmal zu. Aber ich glaube, wenn wir an Complicate denken, dann geht es darum, Technologie beherrschbar zu halten und Technologie bedienbar zu halten. Und das ist, glaube ich, unser oberstes Ziel. Und das ist auch das, was bei euch ja auch der Fall ist. Ja, also ich meine, natürlich, wenn man jetzt tatsächlich eine Datensicherung irgendwie vernünftig aufsetzt, dann hat man mindestens, sage ich jetzt mal, 3-4 Instanzen, die da miteinander spielen müssen. Und das ist alles andere als simpel, die ganze Sache. Ja, aber es ist halt die Aufgabe auch von Herstellern, diese Sache für den Anwender eben nicht noch komplexer zu machen, als sie sowieso schon ist. Und also es gibt ja viele Beispiele dafür, wie hochkomplizierte Technik und Technologie für den Anwender so einfach und aber trotzdem nicht einschränkend gemacht wurde, dass sie eben zum Beispiel auch ohne Handbuch auskommen kann, weil es relativ intuitiv zu bedienen ist für die jeweilige Zielgruppe. Dass jetzt, weiß ich nicht, ich als Nicht-IT-Administrator sozusagen unter Umständen bei gewissen Einstellungsmöglichkeiten halt auch nachschlagen müsste. Das ist natürlich außer Frage, steht außer Frage. Dass man als Entwickler, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber als Designer dieses Produktes bestimmte Szenarien vorher
nehmen kann und dann das User Interface und überhaupt die ganze User Experience, das ist ja so ein schönes UX, ja, so gestalten kann, dass es eben Komplexität reduziert und nicht noch den Prozess irgendwie, weil Komplexität ist tatsächlich ein Aspekt der Sicherheit, das muss man auch ganz klar sagen. Fehlkonfigurationen sind einer der größten Nicht-Ransomware-Ursachen für Datenverlust oder Downtime. Und genau, also hier haben wir jetzt mal, das kennen vielleicht einige schon von unseren bisherigen vorigen Webinaren, wie solche Data Protection Szenarien aussehen. Da gibt es eben verschiedene Ebenen und Layer, die von nah bis fern irgendwie natürlich unterschiedlich ausgestaltet sind. Das ist stark schematisch irgendwie dann gedacht. Ein Aspekt dieser Reduktion der Komplexität oder Vereinfachung des User Experience ist sicherlich die Kombination von Hardware und Software damit eben diese Herausforderung, Features, die die Hardware bieten kann, in der Software anzubieten, aber eben nicht so, dass man als User irgendwie lost ist irgendwie. Und auch das haben ja unsere beiden Firmen irgendwie gemeinsam. Wir machen im Prinzip Software-Defined Storage mit eigener Hardware. Das, um jetzt mal so ein paar Buzzwords irgendwie da abzufeiern. Ja, also ich meine, das ist halt sozusagen das Prinzip und die Services und Wartungsangebote setzen natürlich da auch drauf ein. Und nur dadurch ist man in der Lage, Funktionen so zu gestalten, dass sie eben auf das Produkt zugeschnitten sind. Weil es eben nicht wie bei einem normalen, wie bei einem rein Software-Defined alle Aspekte jeder möglichen Hardware irgendwie berücksichtigen müsste, die zum Teil gar nicht verfügbar sind unter Umständen. Ja. Der zweite Punkt. Ja, also ich wollte gerade sagen, Komplexität fängt ja eigentlich auch schon so bei der Installation und bei der Bereitstellung an, nicht? Also unsere Kunden sind ja, du hast sehr viele schöne Analogien so auch so zu diesem, zu dieser, ich nenne es mal privaten User Experience genannt. Das überträgt sich ja dann auch sozusagen in die Geschäfts-IT. Unsere Kundinnen und Kunden sind einfach gewohnt, dass Installationen in so einer App-Cloud-ähnlichen Form daherkommen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den Hersteller auch bei der Entwicklung ihrer Produkte berücksichtigen müssen, dass das einfach eine andere User Experience ist. Ne? Also entspannend. Ja, klar. Es ist nicht nur die Bedienbarkeit, sondern das ist Installation, Verfügbarkeit von Produkten überhaupt erstmal. Ne? Es ist aber auch zum Beispiel finanzielle Flexibilität, also Stichwort CapEx, OPEX. Ich will jetzt da gar nicht auf alle Aspekte eingehen, aber das zählt alles zur User Experience dazu. Ein weiterer Aspekt ist sicherlich das Thema Nachhaltigkeit, wo wir jetzt gar nicht so wahnsinnig drauf eingehen wollen. Aber wenn man sich die Investitionszyklen in der IT anschaut, die üblicherweise halt 3 Jahre so sind. Also erstens will man natürlich nicht alle 3 Jahre Daten migrieren. Das ist ein Albtraum bei den steigenden Datenmengen. Je weiter hinten man ist, desto unangenehmer wird das unter Umständen, weil die Daten eben nicht ständig neu erzeugt werden, sondern halt langfristig aufbewahrt werden müssen. Und da hat es sich tatsächlich auch bewährt, und das ist auch wieder eher zufällig eine Gemeinsamkeit unserer Systeme, dass im Design vorgesehen ist, den Compute and Capacity zu trennen. Ja, genau. Das kommt von den vielen Anglizismen. Also das heißt, den Performance-Teil und den Kapazität-Teil, also so unabhängig voneinander modular zu designen, dass man zum Beispiel die Kapazität einfach erweitern kann, ohne dass man ein gesamtes System tauschen oder hinzufügen muss. Oder auch, dass man halt einen Compute-Teil austauschen kann und da Verbesserungen erzielen kann und keine Migration, keine Datenmigration braucht, sondern das Storage mitnehmen kann. Ne? Das ist ja das, was ihr jetzt groß propagiert. Ja, also unsere Philosophie ist da an der Stelle, komme ich auch
gleich noch drauf zu sprechen, ist sozusagen der letzte Scale-Out-Storage, den unsere Kunden jemals kaufen müssen. Also natürlich kann man sagen, okay, irgendwann passt mir die Farbe nicht mehr, aber wenn die Farbe noch passt, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo diese Investition getätigt wird und dann ist eben das Thema lange Standzeit und damit auch entsprechend Nachhaltigkeit. Jetzt werden wir mal konkret und schauen mal, was wir tatsächlich irgendwie für große Backup-Umgebungen zu bieten haben, hier zusammen in der Kombination Pure Storage und Fast LTA. Vorweg noch zwei Folien. Das eine, das ist, glaube ich, von Veeam, auch aus einer Veeam-Studie, oder? Ehrlich gesagt, ich habe das bei unserem Business Unit Leader geklaut, aus einer der letzten Präsentationen, die er gehalten hat. Und ich könnte auch eine IDC-Studie sein, müsste ich die Quelle nochmal nachreichen. Aber was für mich hier an der Stelle, glaube ich, maßgeblich ist, warum ich mich auch entschieden habe, diese Folie mit aufzunehmen, ist, dass sehr großzügig gerundet die Hälfte aller Lenker in Unternehmen das Thema Security und Risk Management mittlerweile als Nummer eins Priorität haben, und zwar mit einem recht signifikanten Zuwuchs von 8% im Verhältnis zum letzten Jahr, wo es auch schon auf der zweiten Position war. Und das Thema Daten und Business Analytics, und ich würde auch das Thema Datenmanagement dort mit reinziehen, das werten immerhin auch noch ein Drittel der CXOs in den Unternehmen wichtig. Und die Sachen, die wir am Anfang gesagt haben, von denen ich auch überzeugt war, dass das ist, was unser tägliches Tun und Handeln manifestiert, Edge Computing, Blockchain, Internet of Things, es ist nicht unwichtig, aber es ist definitiv nicht so wichtig wie diese beiden erstgenannten Attribute. Und das ist einfach so, glaube ich, auch in unserer tagtäglichen Begegnung mit Kundinnen und Kunden einfach ganz offensichtlich. Security und Risk Management, das ist es, was eben entsprechend das Tun und Handeln manifestiert. Und interessant daran finde ich auch, Entschuldigung, dass ich da kurz unterbreche, ist, dass auch Modernisierung natürlich ein großes Thema spielt. Und das ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Ja? Wenn man jedes Mal alle 3 Jahre die Systeme komplett erneuern muss, um up to date zu sein, weil das ist natürlich einer der Herausforderungen in der IT, ist das Thema, wie bleibe ich up to date? Die Applikationen rundherum erfordern immer mehr Performance und mehr Speicher. Da muss ich ja up to date bleiben. Und wenn man dann eben Lösungen hat, die elastisch skalieren, wie wir das mal genannt haben, in verschiedenen Bereichen. Ja. Das ist ja das, was ich auf der nächsten Folie versucht habe, mal so ein bisschen plakativ darzustellen. Ich habe es mal, als chronische Storage-Schmerzen tituliert. Also das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, Hannes. Es ist zum einen, es ist eine wachsende Komplexität durch immer weiter hinzugestellte Systeme, die dann in Silos münden. Diese Art der Infrastrukturbereitstellung ist halt im Kern ineffizient. Das heißt also, dass dort eben die Speicher- und Compute-Ressourcen überhaupt gar nicht effizient ausgenutzt werden können. Aber die unteren Attribute hier, Wartungskosten, die nach den Zyklen 3 oder 5 Jahre, wenn Prepaid Maintenance ausgelaufen ist, sprunghaft steigen mit dem Wunsch der Hersteller, neue Systeme zu verkaufen. Das ist das hier, was mit diesem Gabelstapler dargestellt ist und was wiederum dann auch die Kunden häufig in Migrationen hineinzwingt. Das sind genau diese chronischen Storage-Schmerzen, die gefühlt in den letzten Jahren irgendwie auch nicht wirklich geheilt wurden. Und das ist ja genau das, was in unserer DNA, und ich nehme das aber bei euch in der DNA auch wahr, so ein bisschen unsere Zielsetzung war: Warum haben wir unsere Systeme so designt, wie wir sie designt haben? Warum haben wir ein ganzes Geschäftsmodell da drum gerankt? Warum legen wir so großen Wert darauf, dass unsere Softwareentwicklung nicht nur Softwareentwicklung ist, sondern auch eng einhergeht mit einer eigenen Hardwareentwicklung, weil nur so wir diese Garantien geben können. Und siehe da, als 2009 Pure Storage angetreten ist, mit einem Appliance-basierten Modell zu einer Zeit, wo Software-Defined und Hyper-Converged ganz, ganz en vogue war, hat der gesamte Markt gesagt, oh, guck mal, was der Cost Colgrove da macht, das ist doch verrückt. Das haben wir 20 Jahre probiert und es hat nicht funktioniert. Es sind nur noch chronische Schmerzen da und wir gehen in das nächste Schmerzparadigma. Und der Cost hat gesagt, nein, ich habe eine Idee, wie ich es machen kann. Und letzten Endes
Uns geben zum einen Bewertungen in dem Magic Quadrant von Gartner recht und zum anderen auch eine ganze Menge von anderen Herstellern, die so ein bisschen diesem Ganzen auch nacheifern und auch einige, die das wirklich sehr gut machen. Wenn du eine Folie weitergehst, ist dann sozusagen die Positivnachricht, weil das sind die Schmerzen, aber begegnen wir diesen Schmerzen? Es sind genau diese drei Sachen, da haben wir heute auch schon viel drüber gesprochen. Es geht darum, dass Komplexität nur unter der Haube stattfindet, aber dass die Bedienung und der Betrieb der Systeme intuitiv und einfach ist. Und es geht auch darum, wir haben das unter das Label Evergreen gefasst. Ich bin Musiker, ein Evergreen ist ein Song, aber, keine Ahnung, hat meine Mama schon gut gefunden, finden meine Kinder gut. Das ist ein Evergreen. Die Idee übertragen auf das Storage ist, der Storage war gestern gut und er ist auch morgen noch gut, weil eben dem ganzen Mechanismen zugrunde liegen, die diesen Storage entsprechend auch dann immer frisch halten durch bestimmte Geschäftsmodelle und Maintenance-Kontrakte. Und der dritte Punkt, der ist, glaube ich, etwas, wo sich viele Leute gar nicht so Gedanken machen. Storage, Datenmanagement, Datenhaltung, Performance-Bereitstellung, moderne Protokolle, das ist die Basis dafür, dass Unternehmen Entwicklung innovativ gestalten können. Und die Voraussetzung dafür, dass eure Unternehmen innovativ und in Entwicklung schnell und möglichst mit kurzen Entwicklungszyklen leistungsfähig sind, die Grundlage dafür ist, dass es Speicherhersteller gibt, Datenmanagement-Hersteller gibt, die sozusagen auch diesen Innovationsgeist, die das Stück weit das Wissenschaftliche im Storage, in der Storage-Entwicklung, in der Software-Entwicklung haben. Und das trifft eben auch auf diese beiden Unternehmen zu. Und die nächste Folie, das ist ja meine absolute Lieblingsfolie, weil sie so greifbar ist. Und ich habe eben gerade von den Kindern gesprochen. Früher sind wir mit einem Handy, mit einem TomTom, mit einer Digitalkamera, Webbrowser, don't know, ob man das dann jetzt irgendwie nochmal auf dem Laptop extra hatte. Und Wallet, ich habe tatsächlich Apple Wallet, aber nun ja. Aber das ist mal so ein Konsolidierungseffekt bei einem Smartphone. Und dasselbe ist unsere Idee für ein Speichersystem im Bereich File- und Object-Speicher. Also mal so eine kleine Analogie dazu. Und das ist das, was wir jetzt gerade vor vergangene Woche mit unserer neuen Generation FlashBlade S an den Markt gebracht haben. Ich glaube, an dieser Stelle haben wir genügend Botschaften gesendet, warum das wichtig ist. Deswegen würde ich sagen, du springst mal auf euren Part hinweg, weil die Folien geben wir den Kolleginnen und Kollegen, die im Call sind, ja zur Verfügung. Vielleicht noch mal ein wichtiges Attribut, wenn du auf die nächste Folie gehst, da ist ein Wert drauf, der ist für mich besonders wichtig. Das ist diese Kachelfolie. Achso, hast du ausgeblendet. Das FlashBlade kann in einem Chassis bis zu 30 Gigabyte die Sekunde Durchsatz liefern. Und das ist das, was nachher im Falle einer Ransomware-Attacke oder auch in einem, ich habe leider meine kritische Datenbank abgeschossen, so absolut wichtig ist. Wir reden hier über Physik und Hubraum kann man nur durch Hubraum ersetzen. 30 Gigabyte die Sekunde pro Chassis Restore-Zeit, das ist das, was eben, das sind dann eben rechnerisch fast 100 Terabyte die Stunde. Und das ist was eben entsprechend dann auch für euch als Kunden relevant ist, wenn es daran geht, entsprechend schnell wiederherzustellen. Damit bin ich aber mit dem FlashBlade-Marketing-Block dann so weit fertig. Und wir können uns mal angucken, was denn, weil alle Daten, wenn wir jetzt mal 100 Terabyte, 200 Terabyte, das wächst stetig, nicht alle Daten müssen zwingend auf All-Flash liegen. Und da ist es relevant, dass entsprechend die Daten auf einem leistungsfähigen, aber günstigen Medium liegen. Und da kommen dann eure Bricks ins Spiel, würde ich sagen, ne? Ja, genau. Also wir haben ja eher so den, ich finde die Werte beeindruckend, welche Geschwindigkeit ihr da hinbringt. Ja. Wenn du natürlich sagst, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen als durch mehr Hubraum, ist es natürlich schon so, wenn du große Datenmengen zu transportieren hast, dann nutzt der Hubraum alleine natürlich auch nichts. Du brauchst auch einen gewissen Kofferraum. Ja, wir sind jetzt eher so die Langzeitmenschen, die tatsächlich auf Kapazität und Sicherheit irgendwie, wir haben noch andere Bereiche außer Daten, also außer Backup, das Compliant Archive, also revisionssichere Archivierung, da kommen wir eigentlich her, und das sogenannte Cold Storage, also große VTL-Archive. Aber das nur so am Rande. Und die Folie, die ihr vorhin da mit den drei Punkten, die gibt es bei uns auch.
Und zwar sehr ähnlich. Und wir haben eigentlich auch vor einem Jahr irgendwie festgestellt, es gibt eigentlich jetzt aus unserer Sicht natürlich drei große Herausforderungen, die wir adressieren mit unseren Produkten. Und das ist wieder dieses Uncomplicated Data Storage, also Komplexität im Storage-Bereich reduzieren, nicht mehr für jeden einzelnen Anwendungsfall Systeme oder Softwarekonfigurationen oder unterschiedliche Wartungsverträge, sondern da, wo es sinnvoll ist, Funktionen und Systeme konsolidieren, aber halt auch, und das ist das, was der Aspekt Nachhaltigkeit betrifft, unabhängig voneinander skalieren zu lassen, austauschbar zu machen, die Komponenten möglichst gut und das Ganze natürlich, das ist ja unser Thema über alle Produktlinien und über alle Produkte hinweg, unter dem Aspekt der höchsten Datensicherheit, so dass man eben, ja, unser erster Slogan beim Silent Cube war, für alle Daten, die auf keinen Fall verloren gehen dürfen, das ist eigentlich weiterhin so. So sehen unsere Systeme aus, pure weiß, wir schwarz, das hat jetzt nichts mit gut und böse zu tun, das passt aber ganz lustig zusammen. Diese Container, die da sind, ich habe mal hier einen mitgebracht, damit man so einen Größenvergleich mal sieht, der wiegt so gute 2 Kilo mit Festplatten in dem Fall. Und ist eben die Basis sozusagen dieses Speichersystems. Und daneben gibt es aber auch stationäre Speichereinheiten. Naja, also die Produkte kann man sich auf der Webseite anschauen, das hat ja der Markus schon gesagt. Und wir haben natürlich über diese Meta-Eigenschaften auch noch ein bisschen andere Sachen, die wir jetzt speziell unter dem Aspekt Sicherheit natürlich in unsere Designs eingebunden haben, sei es echte Airgap-Möglichkeit, indem man eben solche Container rausnehmen und in ein Safe legen kann, oder auch, dass man bis zu 4 Redundanzen File-Systeme fahren kann, in dem Fall Erasure-Coding, die mit linearem Speichersystem, wo eben tatsächlich dann eine sehr, sehr hohe Ausfallsicherheit auch gegeben ist, damit diese 12 Festplatten oder SSDs, die jetzt in so einem Silent Brick verbaut sind, damit man da nicht eben ständig irgendwie Platten tauschen muss. Ich habe auch noch so eine Kachelfolie, die habe ich aber jetzt auch ausgeblendet, ja, bei uns. Interessant ist zum Beispiel auch, dass wir sehr ähnliche Mechanismen zur Absicherung der Backups oder der Datensätze, die da gespeichert werden, auch anwenden. Bei euch heißt es Safe Snapshots oder Safe Mode, ist eigentlich noch bezeichnender. Und bei uns heißt es Continuous Snapshots, das heißt, es werden automatisch und ohne Zutun von also nach erster Konfiguration und auch nicht mehr zugänglich in bestimmter Konfiguration, Snapshots erstellt, die dafür sorgen, dass es wie eine Time Machine, darum habe ich dieses Icon da irgendwie mit reingenommen, wo man eben, wenn man tatsächlich feststellt, ups, jetzt ist hier ein Backup verschlüsselt worden, kann man eben granular sehr leicht wieder zurückgehen. Das ist bei euch das Gleiche wie bei uns. Korrekt. Und das ist das, was ich auf der dann schon langsam in Richtung Abschluss gehenden Folie auch nochmal, weil ich glaube, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt zu Recht auch sagen, wie sieht denn das eigentlich im Zusammenspiel aus und wie sieht denn das im Zusammenspiel auch mit weiß nicht, ob marktführend, aber definitiv sehr, sehr weitreichend eingesetzten Software wie Veeam aus. Und hier habe ich mal dargestellt, das ist das Bild, was wir als Idealvorstellung haben für unsere Kunden, weil so haben sie das Beste aus allen Welten. Natürlich mit dem Flash Array als Primärstorage. Einige der Zuhörer haben vielleicht auch sowas schon im Einsatz und gucken sich jetzt das Flashbild an, andere vielleicht nicht. Aber das ist natürlich jetzt hier so ein kleines bisschen wünscht ihr was aus Herstellersicht. Flash Array als Primärstorage, als Active Cluster eben der ideale Storage für VMware und Datenbanken. Dann eben die Veeam als das ideale Tool, um dann eben hier VMware-Backup durchzuführen. Gibt es auch schöne entsprechende Integrationen mit dem Flash Array und den Snapshot-Funktionalitäten. Das Flash Blade, und bitte klickt nochmal, da ist eine Animation dahinter, was diese Aufbewahrungszeiten angeht. Dann das Flash Blade für den ersten kritischen Datenstand. Jetzt habe ich hier mal, das sind einfach angenommene Werte, das ist natürlich parametrisierbar.
Das, was du genannt hast, Safe Mode Snap, die eingebaute Immutability-Funktion innerhalb des FlashBlades. Das ist ein Betriebssystem-Feature, was dafür sorgt, dass selbst wenn ein Angreifer es schaffen sollte, auf das Speichersystem zuzugreifen, er eben nicht diese immutable gelockten Snapshots durchführt. Ihr habt so ein Feature auch. Die Veeam hat sowas auch. Ist das jetzt substitutiv? Nein, es ist komplementär. Meine Meinung ist, jede Form von Sicherheit einzubauen und auch zu nutzen, also das Immutability-Feature der Veeam zu nutzen, dann ist auf der Software-Seite dort sogar schon ein Schutz gegeben, auf dem FlashBlade das Immutability-Feature zu nutzen für dann einen, sag ich mal, schnellen Zugriff der wichtigsten Safe-Sets und dann im Nachgang das Immutability-Feature auf den Silent Bricks zu nutzen oder die AirGap-Funktion. Man nutzt im Auto ja auch einen Tempomat, einen Abstandstempomat, einen Airbag und einen Sicherheitsgurt und nicht nur eine dieser Funktionen und dessen. Das ist vielleicht eine gute Analogie zu den Autos hier an der Stelle. Ja, und jetzt müssen wir langsam mal Gas geben und genau, damit wir noch Zeit haben. Genau, was ich cool finde an diesem Ansatz und damit bin ich dann auch fertig, das Management, das heißt also das Data Movement hier über die unterschiedlichen Tiers, das muss nicht durch irgendeine zusätzliche Software oder durch irgendwas Proprietäres gemacht werden, sondern das übernimmt hier an der Stelle die Veeam. Und man kann eben in dieser Konstellation noch ganz viele tolle Veeam-Zusatzfeatures nutzen, wie Instant Recovery und bestimmte Analysen auf den Daten, die dann eben zur Verfügung sind. Und mit dem Vorteil, dass sie online und nicht auf Tape sind. Genau. Und das Schöne daran ist natürlich, dass die einzelnen Bereiche auch unabhängig voneinander skalieren und nachhaltig in sich natürlich nachhaltig dann auch wieder unabhängig skalieren. Also man kann Kapazität hinzufügen, da wo sie benutzt, gebraucht wird. Man kann auch, was wir Start Anywhere nennen, mit einer Funktion anfangen, weil wir natürlich auch wissen, dass es Kunden gibt, die vielleicht schon die noch Installationen oder Hardware oder Systeme haben, die noch in der Wartung sind, die man vielleicht jetzt nicht sofort irgendwie ersetzen kann. Das heißt, man könnte zum Beispiel auch erstmal nur die AirGap-Funktionalität rauslassen bei uns, weil da vielleicht noch ein Tape-System irgendwie vorhanden ist, was man weiterhin nutzen kann. Und trotzdem hat man die Vorteile der anderen Funktionalitäten. Absolut. Ich will jetzt nochmal auf, warum diese Kombination so schön ist. Also wir haben natürlich große Unterschiede im Ansatz. Das ist nur deswegen macht eine Kooperation auch Sinn, weil wir uns gegenseitig keine Konkurrenz machen. Pure ist Scale-Out-Spezialist, wir sind Scale-Up-Spezialist, aber uns vereint, dass wir beide Storage-Spezialisten sind. Wir machen nur Storage. Für uns ist ein Storage-System kein Commodity-System, was wir zusätzlich zu unserer restlichen eigentlichen IT-Geschäft machen, sondern das ist das, was wir machen. Und das machen wir so gut, wie wir irgendwie nur können. Und deswegen machen wir Software-Defined mit eigener Hardware. Und wie wir schon gesagt haben, haben wir eben verschiedene andere Gemeinsamkeiten, die jetzt hier stehen. Interessant finde ich den letzten Punkt, 10+ Jahre Service zu fairen Konditionen. Das ist auch etwas, was wir beide, also beide Firmen irgendwie unabhängig voneinander entwickelt haben und was wir für sehr, sehr wichtig halten, dass ihr langfristige Planungssicherheit, was auch die Wartung angeht, weil natürlich bei so langen Laufzeiten ist dann irgendwann der OPEX-Teil, der Wartungsteil sicherlich größer als der Investitionsteil, den man vielleicht am Anfang gemacht hat. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt zum Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, aktuell findet kein Kundengespräch statt, wo nicht irgendwo eine gewisse Wichtigkeit auch dem Thema Nachhaltigkeit beigemessen wird. Und ich sage das immer, als Vater von 3 Kindern ist das Thema Nachhaltigkeit einfach mal essentiell wichtig. Technologie ist eine Möglichkeit, um dort entsprechend was zu machen, aber wir müssen halt gucken, dass Technologie auch nicht ressourcenverschwendend eingesetzt wird. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit geht übrigens auch auf das Nachkaufen, weil also ich meine, man weiß ja, wie schnell das gehen kann. Die Verfügbarkeit von Systemen ist nicht unbedingt ständig gewährleistet. Und Systeme, die sozusagen elastisch skalieren, da hat man eben auch die Möglichkeit, mit einem bestimmten begrenzten Volumen vielleicht anzufangen und damit eine schnellere Verfügbarkeit zu haben und dann sukzessive aufzurüsten und muss vielleicht auch nicht alle 3. Also
es hat viele Aspekte, die durchaus sehr, sehr wichtig sind. Und was euer CEO noch gesagt hat, weil ich das jetzt, muss ich jetzt unbedingt noch loswerden, weil ich das so gut finde, dass dieses Thema Nachhaltigkeit ist kein Thema, was sich irgendwelche Marketing-Dudes, so wie ich einer bin, irgendwie ausgedacht haben und dann ihre Systeme grün anstreichen, so wie McDonald's irgendwie ihr Logo grün macht. Sondern das ist etwas, das muss von vornherein beim Design der Systeme mit drinnen sein, sonst funktioniert es nicht. Das ist wirklich wichtig. Da lernen wir dazu, aber wir kommen hin. Cool, Hannes, sehr das cool. Hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dass das auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Spaß gemacht hat. Und ich glaube, die Leitung ist jetzt offen für noch eine kurze Frage-Antwort-Session. Ich glaube, so 5 Genau, eine der Fragen wäre zum Beispiel, ob es denn für den Beam, statt den Beam Backup Server hoffentlich auch ein SAP Sesam ersetzt werden kann. Ja. Also ich glaube, ihr hattet vorher die Folie mit diesem Beispiel, wo das quasi jetzt alles über den über die Beam-Software ging und ich glaube, die bezieht sich darauf. Ja, also kann man mit Ja beantworten. Letzten Endes ist das hier exemplarisch. Der Beam ist sozusagen, ne, das ist so ein bisschen diese Verbreitung, aber explizit die Frage kann man mit Ja beantworten. Mit SAP Sesam haben wir auch entsprechende Tests gemacht in Form eines lokalen POCs. Und die Ergebnisse waren auch da positiv und vielversprechend. Das ist natürlich ein Tool, was nicht ganz so eine Verbreitung hat. Aber ja, es funktioniert auch. Generell kann man sagen, und das gilt, glaube ich, auch für beide Technologien, es gibt eine entsprechende Technologieoffenheit. Also wir harmonieren hier mit fast allen marktgängigen Backup-Applikationen. Das gilt natürlich auch für euch. Ja. Und man muss dazu sagen, das Wichtige ist, dass halt diese Software das Data-Management erledigt. Das heißt, die Software muss dafür sorgen, wo welche Daten abgelegt und von wo sie wieder. Aber das ist halt nun mal die eigentliche Funktion einer Backup-Software. Deswegen, ob das jetzt Commvault ist oder SAP Sesam oder in dem Fall Veeam oder weiß nicht, Acronis gibt es auch noch und gibt noch haufenweise andere. Es sollte nicht so eine große Rolle spielen. Wir haben eigentlich mit allen diesen Anwendungen auch Kunden. Wunderbar, ganz lieben Dank euch. Die nächste Frage richtet sich auch in die Richtung. Ist auch Commvault in der Lage, das Funktionieren des Teasings zu steuern oder nur Veeam? Nein, das ist im Grunde eine Eigenschaft, das hat Hannes gerade schon gesagt, die mit den meisten Backup-Softwaren funktioniert und mit der Commvault hat Pure ganz genauso wie mit Veeam auch so einen Validated Design. Das würde dann weniger über NFS als eher über S3 dann verfahren, aber die beschriebenen Verfahrensmöglichkeiten sind dieselben und ich weiß, dass ich mit dem René aus dem Hause FastLTA gesprochen habe, auch ihr seid mit Commvault ja entsprechend aufgestellt. Genau, und Commvault würde dann auch, genauso wie ich es entscheiden würde, schreibe ich auf ein Flashblade oder in die Cloud oder auf ein Disk-Device oder in die Cloud oder Tape. Das Data-Management übernimmt an der Stelle die Commvault. Ja. Da gibt es mit Commvault auch einige ganz, ganz spannende Zusatzfunktionalitäten, die eben in der Eigenschaft des Flashblades als schneller Object Storage dann auch gesteckt sind. Also Daten, die nicht mehr, also Prozesse, die nicht mehr über den Datenpfad durch den Datenserver durchgeschoben werden müssten, sondern wo nur Metadatenverpointerungen passieren, alles wiederum auch auf Geschwindigkeit ausgerichtet. Dieses Security-Feature Safe Mode gibt es eben auch im Object-Bereich, auch im Zusammenspiel mit Commvault. Sehr gute Frage. Ja. Wunderbar, dann hoffen wir mal, dass wir da quasi alle Fragen in dieser Richtung beantwortet haben. Die nächste wendet sich den Safe-Mode-Snaps oder den Continuous-Snap statt. In welchen Abständen die denn automatisiert stattfinden? Ich glaube, damit sind die Snapshots gemeint. Fang du mal an. Ich habe gerade Sascha geschrieben, Hilfe. Also per se, so oft ihr wollt. Ja? Also das ist in der Initialeinrichtung ist das natürlich etwas, was gescheduled werden kann, genauso wie konventionelle Snapshots, wird im Grunde organisiert wie konventionelle Snapshots. Das heißt, es gibt eine Snapshot-Schedule. Wer sich dieses Wort ausgedacht hat, I don't know. Also diese Snapshot-Schedule ist entsprechend parametrisierbar. Bei uns ist das so, dass diese Safe-Mode-Snapshots eben
nicht alleine durch den, die Administratoren beim Kunden eingerichtet werden kann, sondern als zusätzliches Sicherheitsfeature nur gemeinsam mit unserem Pure Storage Support. Dadurch gewährleisten wir, dass sich im Falle einer Ransomware-Attacke nicht jemand, der Credentials bemächtigt und irgendwelche Veränderungen vornimmt. Das ist wie so eine Art Trust Center oder Zwei-Faktor-Authentifizierung vorzunehmen. Und der Sascha schreibt gerade, der Safe-Mode-Scheduler rolliert einmal in der Nacht. Daneben können so viele Snapshots gemacht werden, wie gewünscht, manuell oder per Policy. Also das Erzeugen der Snapshots ist dann entsprechend sozusagen dynamisch. Genau, bei uns ist es sehr ähnlich. Wir haben auch eine Einstellung, wo man die Container Snapshots, also wo, man kann natürlich auch manuelle Snapshots jederzeit anfertigen. Und die Container Snapshots kann man in Intervallen von einer Stunde bis einen Tag so in verschiedenen Abständen einstellen. Und die gehen bis 30 Tage. Und wenn man 8 Stunden oder einen Tag auswählt, kann man auch bis 90 Tage Continuous Snapshots erzeugen. Ist natürlich klar, dass der Bedarf für die Daten, für die Kapazität dann deutlich anwächst, wobei man sagen muss, dass das natürlich inkrementelle Speicherungen sind. Es wird nicht jedes Mal ein Full Backup da erstellt. Das ist kein Ersatz für ein Full Backup. Das ist auch übrigens wichtig, weil das immer wieder zur Verwirrung führt. Snapshots und auch Continuous Snapshots sind kein Ersatz für Backups oder gar Full Backups oder eine Auslagerung oder Ähnliches, sondern es sind zusätzliche Mechanismus, um diese Datensicherungen in sich zu schützen. Das ist sehr wichtig. Ja, ja, danke dir nochmal für diese Anmerkung. Die nächste Frage, Hannes, die kann ich auch gleich wieder an dich gehen. Das ist nämlich zu den Silent Bricks. Wird denn auf den Silent Bricks für diese Funktion VTL oder SNAS verwendet? Ich denke, das bezieht sich auch auf eine der letzten Folien bei euch. Die Funktion der Container Snapshots steht für alles zur Verfügung, außer für VTL. Bei VTL muss man sagen, reagiert es oder ist das System, ich hoffe, dass ich da jetzt keinen Blödsinn erzähle, bei VTL ist das System tatsächlich eine virtuelle Tape Library. Das heißt, es reagiert genauso wie eine Tape Library und die Ansteuerung inklusive Auswerfen und ähnlichen Geschichten muss tatsächlich von der Software dann geschehen. Sowohl im S3-Modus als auch im NFS SMB, wie auch immer, also NAS-Modus, sind Container Snapshots verfügbar, weil die bei uns über das Volume gehen und die Funktion der Shares sozusagen nur eine Funktion ist, die dann irgendwie wiederum auf dem Volume aufsetzt. Aber für die technischen Sachen, und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung, wir werden am 19. September? 15. September ja, einen zweiten Teil dieses Webinars haben, wo wir viel mehr auf die technischen Details eingehen, Konfiguration, ich glaube in der Veeam-Umgebung und eben auch solche technischen Details, die ich unter Umständen gar nicht jetzt genau klären kann. Gibt es denn noch irgendwelche Fragen? Ja, gibt es tatsächlich eine Frage, die ist tatsächlich auch sehr interessant und wahrscheinlich auch viele relevant. Wie darf man sich denn den Vertrieb der gemeinsamen Lösung vorstellen? Wer ist denn im Zweifel zuständig? Wer möchte anfangen? Ich kann das machen. Ja. Also ich glaube, wir haben sehr viel über Gemeinsamkeiten der beiden Unternehmungen gesprochen. Und eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass wir ein 100% indirektes Geschäft machen. Das heißt, dass wir zu 100% unseren Systemhauspartnern vertrauen. Und in der Regel ist es so, wir vertrauen den Partnern, denen auch unsere Kunden vertrauen. Das bedeutet, und es gibt gute Gründe, das so zu machen, denn in der Regel ist es so, dass eine solche Lösung ein ganzheitliches Konzept vorsieht. Das heißt, jemand muss die Backup-Software wahrscheinlich beraten und betreuen und installieren und so weiter. Das Gleiche gilt für diesen Primär-Storage
Marke FlashBlade und den Sekundär-Storage Marke FastLTA. Und ich glaube, dass die Überlappung hinsichtlich unserer strategischen Partner sehr groß ist. Und ich habe auch gesehen, einige der strategischen Partner waren auch heute hier in diesem Call angemeldet, was mich sehr, sehr freut. Und die machen für den Kunden die Lösung rund. Vielleicht kommt da ja auch noch eine Komponente mit rein, dass es gerade noch ein aktuelles VMware- und Primär-Storage-Projekt gibt und in dem Zuge dann eben auch dieser Partner als im Grunde ganzheitlicher Berater unseren Kundinnen und Kunden dort dann eben fachkundig zur Verfügung stellt. Und so wird das Ganze rund. Das heißt, ein Gesamtangebot, wenn wir jetzt mal auf den kaufmännischen Teil gehen, bekommt bei uns der Kunde sowieso nur über unsere Partner. Also wir geben gerne mal eine Indikation heraus, aber ein bestellfähiges Angebot kann nur über einen Handelspartner erfolgen und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für FastLTA. Genau, das Gleiche gilt für Fast und wir haben sogar bei uns auf der Webseite bei uns unter Vertriebspartner eine Listung, wo man einen Filter Pure auswählen kann und dann sieht man die Partner, von denen wir jetzt schon wissen, dass sie beide Produkte, also dass sie sowohl für Pure als auch für Fast zertifizierter Reseller sind. Bei uns heißt es Authorized Partner, ich weiß nicht, wie das bei Pure heißt. Und da kann man sich also an die entsprechenden Leute wenden. Da gibt es wahrscheinlich noch mehr, weil nicht jeder Reseller hat auf seiner Website explizit stehen, welche Produkte er vertreibt. Das heißt, das muss man im Zweifelsfall einfach anfragen. Und wir sind aber auch natürlich offen für weitere Kooperationen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Das fängt jetzt eigentlich gerade erst an alles. Ja. Und so wie der Markus sagt, dass wir dann natürlich haben wir auch so die Idee, dass natürlich auch andere Anwendungen, zum Beispiel im Archivbereich, irgendwie vielleicht durch unsere Produkte dann abgedeckt werden können. Genau, ich hoffe jetzt, die Partner haben alle gut zugehört und dass es dann quasi auch ein eindeutiges Bild für alle Kunden und Interessenten ist. Die letzten Fragen widmen sich jetzt alle so ein bisschen mehr den organisatorischen Fragen, also Richtung, ja, Sie kriegen die Folien im Nachgang und wir kommen auch gerne mit einem Gespräch auf Sie zu. Sie können das ganz, ganz einfach über den Feedbackbogen machen, indem quasi, sobald die Veranstaltung endet, ploppt ein Bogen auf. Das sind ein paar Fragen, das dauert nicht mal eine Minute. Und da können Sie eben auch anklicken, dass Sie kontaktiert gerne werden wollen von unseren Kollegen. Dann kommen wir quasi gerne auf Sie zu. Sie können angeben, dass Sie quasi weitere Infos zur Veranstaltung im September haben möchten oder auch die Aufzeichnung oder Präsentation. Und natürlich können Sie sich an die Kollegen, Sie sehen ja quasi hier die Kontaktdaten, auch direkt wenden. Ich hoffe, damit haben wir jetzt quasi alle Fragen ausgeräumt. Sollte jetzt quasi doch noch mal eine im Anschluss reingehen, die ich jetzt übersehen habe, kommen wir natürlich auch noch mal auf Sie zurück. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall auf diesem Wege schon mal beim Hannes und Markus. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und ich hoffe, dass die Teilnehmer auch einiges mitgenommen haben. Und es ist ja, wie gesagt, so ein bisschen Schmankerl. Ja, also in Anbetracht dessen, dass es im September noch mal sehr viel vertiefender wird. Und dann würden wir uns natürlich freuen, Sie da alle noch mal begrüßen zu dürfen. Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben an dich, Nathalie, und auch hauptsächlich an dich, Markus. Vielen Dank für die weiterhin super Zusammenarbeit und wir freuen uns auf weitere schöne Webinare zusammen auch. Ja. Da bin ich von überzeugt. Das ist kurz. Genau. Auch danke. Früher hätte man gesagt, jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Nachhauseweg, aber ich hoffe, wir sehen Sie alle am 15. September wieder. Alles klar. Genau. Oder morgen in Frankfurt. Hier nochmal. Da sind wir auch. Genau. Bis morgen. Tschüss. Ja, tschüss. Macht's gut.